und so ein La. Ob wer und wen's. Jetzt heute! Ihr sollt lügen! Wie ein dummer Straßenköter rennst du sofort, wenn deine Frau schreit. Ich hätte gemeint, du kennst den. Du willst wissen, was hier los ist? Dann erzähl dir! Jetzt erst so, als ob ihr nicht Habgier ist. Schau dir nur. Also das. Was soll denn da, deiner Meinung? Alois, du Hirsch, sei einmal richtig. Ich. Das darf mich. Sei ruhig. Aber Hans Kirge, warum? Der Rupp und der Schweighöfer, die haben auch. Schmidt, sorgen Sie für Klarheit! Ach, Schmidt, mit dem du. Die Zick und da. Wie in diesem. Beweise! Dieser Gwanger. Herrschaftszeiten, ja. Schnappen wir uns den Hans-Kirgel und Kniff. Jawohl! Alle schuld! Du gottlose Schlange! Warum soll er die nicht? Ihr habt ihn sich geliebt. Ich wollte es mit dem Blitz doch gar nicht. Ich wollte. Natürlich. Hans Giergel. Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Meinst du auch, ich bin ein Werkzeug des Teufels? Hans Giergel, wenn du das tust, ist dein Schicksal besiegelt. Anfänger werden wir die. Am nächsten Baum werden wir die aufknüpfen. Du meinst, du kannst mich retten? Ich will nicht sterben. Ich mag nur Gerechtigkeit. Bitte, Valentin, hilf mir! Ein ordentliches Gerichtsverfahren. Valentin, ich will dir vertrauen. Lass meinen Gang in deinem Wort fest sein und lass kein Unrecht über mich herrschen. Dies Unrecht wird da nie wieder Eppern beherrschen. Buh, was du hier bist, dein Herr? Weg damit! Halt's mei! Kein Blick war ich dir wert. Und jetzt schaukst. Die gescherte Schlange hat mich wie Dreck behandelt. Geschlagen hat sie mich bei jeder Gelegenheit. Und du hast nur weggeschaut. Alle haben weggeschaut. Die Frau ist Abgrund der Fels. Buh, du legst jetzt umgehend die Pistole aus der Hand.
Jetzt tu das Ding weg, du Saudepp. Das ist die Pistole von meinem Mo. Was? Natürlich kann ich mich erinnern. Was haben sie gesagt? Aber die Ursula hat... Was bult sie denn das Würstall ein? Ursel, du klangst den Bur nimmer an. Hast du mich verstanden? Jetzt lass mich los! Jetzt lass mich sofort los! Hast mich! Ihr Bericht ist etwas, wie soll ich sagen, unerwartet umfangreich. Augenscheinlich lief einiges anders, als es an Sie gefordert war. Die Aufgabe war doch klar formuliert. Aber gut, ich gehe davon aus, dass Sie selbstverständlich alle Entscheidungen und Anforderungen nach bestem Gewissen getroffen haben, wie es in Ihrem gesellschaftlichen Rang entspricht. Schauen wir mal. Tote im Haus des Herrn? Ach herrje, diese Dorfleute auch immer. Überall schleppen die ihre Flinten und Pistolen mit sich herum.
Wenn Sie erlauben, würde ich hier nochmal einen Satz ergänzen. So dass es schließlich im Rahmen einer banalen Streitigkeit zu einem tragischen Ereignis kam, in dessen Verlauf versehentlich einen Schuss fiel und zu tödlichen Verletzungen geführt haben könnte. Das klingt doch ganz gut. Dann haben wir keine Rechenschaft zu leisten. Da wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Verstehen Sie? Kirche im Dorf lassen. So, wenn wir das jetzt haben, dann schauen wir mal weiter. Hier steht was von politischen Konflikten, Schmidt. Ich hoffe, dass Sie Ihre Linientreue aufrecht hielten. Ach, was war ich überhaupt? Sie haben bisher nie enttäuscht. Das bleibt auch so. Wenn Sie nicht so weit weg sitzen würden, würde ich Ihnen jetzt auf die Schulter klopfen, Kollege Schmidt. Es ist immer gut zu sehen, wenn junge Leute durch meine Lehre zu solch überragenden Ergebnissen kommen. Ich vermerke mal im Bericht. So, dass Kollege Schmidt unter Anleitung des Vorgesetzten Haller ausgebildet, die Lage professionell und in gewohnter Manier herausragend kontrollieren konnte. Ich werde später noch beim Horber vorbeischauen. Vielleicht ist ja eine Beförderung für mich drin. So, jetzt wo wir das haben, kommen wir doch noch kurz zu den Individualschicksalen dieser ländlichen Tölpel. Für ihre Bemühungen im Kampf um das Leben des ungeborenen Kindes dieser Magd Apollonia werden wir eine sehr gute Berichterstattung für unser Haus herausschlagen können. Ich lese es schon deutlich vor meinem geistigen Auge. Physikatsberichterstatter Valentin Schmidt rettet, gestützt durch seinen erfahrenen Vorgesetzten Haller, eine ganze Familie vor dem sicheren Tod. Schmidt, Sie könnten ein Held werden. Das würde unserem Haus gut zu Gemüte stehen. Sehr fein gemacht. Was jetzt noch bleibt, ist dieser Mörder. Bei Gott, in was für herzlosen Zeiten leben wir hier eigentlich? Der Bastard wird verschimmeln in seiner Zelle. Den lassen wir schön in Wolpertshofen. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und den Knecht kennt da jetzt jeder Bauer. Verstehen Sie, Schmidt? Das wird sich alles ganz von alleine klären. Also, wenn ich das hier alles korrekt sehe, Schmidt, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass alles für uns soweit gut lief. Keine weiteren Anmerkungen zum Bericht und ab in die Kartei damit. Sie machen jetzt erstmal ein paar Tage frei, Schmidt. Gönnen Sie sich eine Auszeit. Ich hörte doch erst vor kurzem, dass Ihr Onkel einen schönen Hof im bayerischen Alpenland hat. Stimmt schön dort. Feierabend.